Guten Morgen, ich esse mein warmes Frühstück scheinbar doch noch nicht ein halbes Jahr, wie ich dachte. Ich hatte nur Anfang dieses Jahr im Kopf und dann habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt Juni, also war das für mich ein halbes Jahr. Aber scheinbar ist es doch noch kein halbes Jahr. Auf jeden Fall esse ich es meines Erachtens schon ziemlich lange und das jeden Tag. Und ich freue mich einfach, dass ich was gefunden habe, was mir schmeckt und was gesund ist. Heute habe ich es mit Apfel-Mango-Mark gemacht. Nee, Quatsch. Mit Apfel-Aprikosen-Mark. Und nein, das ist nicht mehr im Schrank. Ich habe es in den Kühlschrank gestellt. Normalerweise mache ich es ja mit Apfel-Mango-Mark. Aber heute mit Apfel-Aprikosen-Mark. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Kann man natürlich variieren, je nachdem, wie es einem schmeckt. Und dann habe ich mir doch gestern das Eis von Mövenpick mitgenommen mit verbesserter Rezeptur. Die alte Rezeptur hat mir definitiv besser geschmeckt. Die Waffel war so hart, also richtig hart und körnrig. Nee, hat mir leider gar nicht mehr geschmeckt und es war so lecker. Das war dann schon enttäuschend. So, Frühstück, Tee. Sieht aus, als ob da Öl drin wäre. Ach ja, genau, nee. Nee, ich weiß nicht, wieso das so komisch aussieht an der Oberfläche. Die Babys sind auch gerade am Frühstücken. Bruno wie immer im Käfig. Und da ist noch die Lotte. Lotte wieder in Position. Die Maus möchte raus. Okay, heute regnet es nicht, heute kann sie raus. Ups. Bruno und Emily essen lieber. Gell? Jo. Ich muss heute dringend die Käfige und die Hasenklos machen und saugen und wischen. Das werde ich gleich im Anschluss machen, nachdem ich den Flock geschnitten habe. Bruno ist gerade von alleine reingekommen und ich musste die Gunst der Stunde nutzen und die Terrassentür zumachen, obwohl die anderen noch draußen sind. Ich habe gerade meine Kamera geholt, weil ich den Akku laden musste. Und jetzt sind wir genau hinter dem Baum, dass ich ihn euch nicht zeigen kann. Er saß vorhin hier daneben und futtert Gras. Mache ich so. Und ja, wie gesagt, Bruno kam eben rein. Zusammen mit Holly. Holly ist eigentlich das geringste Problem, aber neuerdings macht auch Holly manchmal Zicken. Die beiden sitzen jetzt im frisch gemachten rosa Bettchen. Ja? Alles schön sauber und frisch? Fein. Ich habe die Wohnung gesaugt und gewischt und die Käfige gemacht und die Hasenbetten. Es ist alles wieder ordentlich. Ich mache mal hier schon den Käfig auf, damit Bruno vielleicht reinhüpft. Irgendwas stimmt mit meiner Terrassentür nicht. Die hat ja die ganze Zeit schon geklemmt und jetzt ist hier oben irgendwas rausgegangen und ich kann sie hier nicht mehr richtig zumachen, also nicht auf dem normalen Weg. Ich muss dann immer auf einen Stuhl krabbeln und das da oben ran drücken und dann geht's. Ist ein bisschen doof, aber immerhin geht sie zu. So, jetzt versuche ich euch nochmal Simba zu zeigen. Oh, der ist jetzt ganz schnell weggehüpft. Und hier ist die Lotte. Lotte sitzt gerne auf einem Thron. Sie hat was von einer Königin. Oh, ich glaube, jetzt möchte Simba rein, aber die Tür ist zu. Magst du rein, Simba? Lotte ist jetzt auf dem nächsten Thron. Na komm. Simba hüpft wieder weg. Simba möchte doch noch nicht rein. Ich habe mir gerade was zu essen gemacht. Ich möchte die Tür wieder zumachen. Und zwar gibt es bei mir das letzte Brot von meiner Mama. Das hier ist schon die Rinde hinten. Mit Butter, Kichererbsenaufstrich und Paprika. Why do you do it? Why do you bring me back around? Make me go through it. Only
to burn me to the ground. Is it that easy? Saying my name to hear the sound. Never release me. It's kept in a box marked lost and found. One of these days I think I'm gonna turn it upside down. That's how it goes when you're only for another smell. That's all I get. Just the sweetest thing I've ever had. I can't regret. Even though I may be sad, it's just the sweetest thing I've ever had. Maybe tomorrow gonna see it's your mistake. I know it's hollow, but it's a chance I need to take. Maybe you'll notice, ooh, maybe you'll hear it in my voice. Baby, when I sing it out, you won't have a choice. One of these days I'm not just gonna sing it to myself. That's how. Jetzt hat es wieder zu regnen angefangen, es sind alle drin, bis auf Emily. Ich muss mal schauen, wo Emily ist. Einige von euch haben in der letzten Zeit öfter gefragt, wieso ich die Hasen nicht einfach reintrage. Das würde doch viel schneller und einfacher gehen. Nein, das tut es eben nicht, denn die Hasen lassen sich nicht so einfach einfangen und hochheben und reintragen, sondern sie hüpfen dann natürlich weg. Von dem her scheuche ich sie quasi wie eine Schafherde in die Wohnung zurück, wenn sie in die Wohnung sollen. Manchmal kommen sie auch freiwillig wieder rein, wenn sie keine Lust mehr haben, draußen zu hüpfen. Aber wenn sie eben draußen hüpfen wollen und es ihnen gerade total viel Spaß macht und sie nicht zurück in die Wohnung wollen, dann ist es eben ein Drama, dass sie von einem Busch zum nächsten hüpfen. Und dann kann ich sie eben auch leider nicht so einfach einfangen und hochheben und in die Wohnung tragen. Ich würde es natürlich machen, wenn es geht. Manchmal erwische ich einen, aber das ist dann Glück. Und das dauert genauso lange, die Hasen quasi einzufangen und reinzutragen, als wenn ich einfach versuche, sie in die Wohnung zu scheuchen wieder. Was meistens auch klappt, aber einer ist immer dabei, der nicht rein möchte und der hüpft dann von einem Busch zum anderen. Und Bruno ist ja sowieso ein kleiner, spezieller Mann und macht gerne Zicken. Gell? Jo. Emily treibt sich irgendwo hier unten um. Vorhin habe ich sie noch gesehen, dann habe ich die Kamera geholt. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ach, da ist sie. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich die Terrassentür zubekomme. Ist ein bisschen doof. Irgendwas klemmt da. Schon die ganze Zeit. Achso, ihr seht mich wahrscheinlich nicht. Irgendwas klemmt, aber jetzt klemmt es richtig. Naja, alle Hasen sind jetzt drin. Und ich mache mich jetzt ans Thumbnail für den Daily Vlog von heute Abend. Und mir ist vorhin eingefallen, dass ich heute Abend schon das Video für morgen schneiden muss, da ich morgen arbeiten muss und dann keine Zeit habe, den Daily Vlog zu schneiden. Und deshalb muss ich das heute noch machen, also am Abend. Beziehungsweise ich muss morgen so arbeiten, dass der Daily Vlog nicht mehr rechtzeitig onkommen würde. Also heißt es heute Abend den Daily Vlog schneiden. Und jetzt habe ich hier vorhin gewischt und jetzt sind die Hasen rein und weil es ja draußen regnet, haben sie alles schön dreckig gemacht wieder. Aber zum Glück gibt es diese Tücher von Balmier. Ne, von Denkmit sind die, oder? Genau, von Denkmit. Das sind absolute
Tücher, also die sind mittlerweile unverzichtbar für mich und sind sehr praktisch. Dann kann ich nämlich einfach schnell hinwischen. Na Leute. Simba ist am Putzen, er hatte vorhin den ganzen Garten draußen in seinem Fell hängen. Ist es inzwischen weg? Ist es inzwischen weg oder hängt da immer noch alles dran? Da sehe ich zumindest ein Blatt. Da ist ein Blatt. Sonst noch was? Ja, und da ist ein Moos. Na gut, den Großteil hat er wohl irgendwo verloren. War das der? Ja. Gut, ich muss eh mehrmals am Tag saugen. Ich habe jetzt übrigens meine Rosen platziert, die ich mir von Strauß mitgenommen habe. Ich finde, sie sehen richtig hübsch aus und fast echt. Na gut. Die müsste vielleicht ein bisschen mehr hier sein, weil das soll ja für den Videohintergrund sein und dann sollt ihr ja die sehen. So finde ich es ganz hübsch. Und dann habe ich überlegt, dass ich gerne noch diese Lichterkette hier irgendwie platzieren möchte. Und zwar, ja, ich hatte die bisher immer hier auf dem Nachttisch liegen, aber das ist ein bisschen unpraktikabel. Und ich glaube, man sieht sie im Video auch nicht so wirklich. Dann habe ich überlegt, sie an den Spiegel zu hängen. Aber die ist ja nicht so lang. Die ist ja nur so kurz. Und jetzt muss ich das doch nochmal wegstellen, weil ich könnte sie ja hier hin stellen. Das ist hier der Anmacher, rein theoretisch. Und dann könnte ich... Na, jetzt fällt das schon runter. Aber dann könnte ich die ja rein theoretisch... Ja, also rein theoretisch könnte ich sie rein theoretisch dann hier so hoch, also festkleben. Dann würde sie aber nur bis zur Hälfte gehen, weil die ja eben so klein ist. Also das wäre dann quasi nur diese Seite, aber bis hier runter wird es nicht mehr gehen. Aber ich glaube, das mache ich so. Ich glaube, das sieht man auch im Videohintergrund. Dann kann ich die mal anmachen, dann ist die befestigt. Das hier hinten so hinmachen. Da vorne kommt. Das, ja. Ja, ich glaube, so mache ich das. Das ist eine ganz gute Idee. Was ist das hier für eine Versammlung? Simba, Holly und die Emily. Und Lotte war schon wieder in der Dusche und hat ihr Unwesen getrieben. Irgendwas lebt unter meinem Bett. Dieser Hase. Dieser Hase. Ich bin jetzt nochmal zurück, weil ich die Jeansjacke anhatte und es war so kalt draußen, dass ich jetzt doch meine wärmere Jacke anziehe. Und das Lustige war, ich komme zur Tür rein und sehe hier mein Täschchen liegen. Da habe ich immer mein Handy und meine Kamera drin. Und ich hatte es vergessen. Und ja, nur weil ich jetzt auch mal zurück bin, kann ich jetzt quasi unterwegs die Kamera mitnehmen. Sonst hätte ich es vergessen. Naja, es wird aber wirklich frisch. Dafür, dass Sommer sein soll. Ich habe meinen zweiten Postfachschlüssel gefunden und jetzt schaue ich mal, ob ihr mir vielleicht Briefe oder Karten geschrieben habt. Wie ich beim letzten Video schon gesagt habe, oder im letzten Video oder irgendwann in den letzten Videos. Mein Gott, also irgendwann die Tage war ich ja schon mal hier, aber da hatte ich den Schlüssel nicht. Und da habe ich euch ja schon erzählt, dass ich schon Ewigkeiten nicht mehr bei meinem Postfach war und geschaut habe. Aber ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass ich Post habe, aber ich schaue trotzdem mal. Außer Werbung war nichts drin und die brauche ich nicht. Aber ich habe eh nicht damit gerechnet, weil meistens schreibt die mir, wenn was unterwegs ist,
dass ich mal schauen soll. Und es hat jetzt schon lange niemand mehr was geschrieben. Von dem her wäre das eine schöne Überraschung gewesen, aber macht ja nichts. Ich habe gerade ein DHL-Auto an mir vorbeifahren sehen. Ist jetzt eigentlich dieser Poststreik aufgehoben oder streiken die immer noch? Oder streiken die nur teilweise? Ich glaube, Lotte hat nochmal mein Bett gemacht. Zumindest sieht es so aus. Ja, das ist ein Bett nach Hasenart. Mir läuft heute die ganze Zeit die Nase, beziehungsweise seitdem ich vorhin die Käfige gemacht habe, und kitzelt mich die ganze Zeit, und ich habe auch schon ein paar Mal genießt. Die ist ganz rot. Das ist von dem ganzen Staub, den man immer einatmet. Wo ist Lotte überhaupt? Nicht, dass sie da irgendwie sitzt und brütet oder so. Nee, da ist die Lotte. Da ist die Maus und muss sich von der anstrengenden Arbeit erholen. Ja? Lotte? Lotte? Stört sie gar nicht. Meine Nase nervt mich heute so dermaßen. Ich habe jetzt vorhin schon wieder genießt. Und das ist nur, weil ich irgendeinen Staub in der Nase habe. Ich hätte so gerne einen Namen für euch auf diesem Kanal. Ich nenne euch auf dem anderen Kanal Ladies. Aber ich hätte irgendwie auch hier gerne einen Namen für euch, mit dem ich euch ansprechen kann. Also, dass ich nicht nur Guten Morgen sage, sondern dass ich Guten Morgen Ladies sage, zum Beispiel. Aber es sind ja auch Männer, die meine Videos schauen. Von dem her brauche ich was, was alle einfasst. Mir fällt leider nichts ein. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich euch nennen könnte oder wie ihr gerne genannt werden möchtet, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Jetzt am Abend ist es wieder warm geworden. Deswegen habe ich jetzt auch die Jeansjacke an. Es ist immer das Gleiche. Früh ist es kalt und dann im Laufe des Tages wird es immer wärmer und dann ist man falsch angezogen. Naja, immerhin kommt jetzt die Sonne raus und der Regen hat aufgehört. Ich bin so gespannt, wie ihr mein Intro findet heute Abend. Ich habe gerade an meiner Kamera was entdeckt, dass ich die Farbsättigung einstellen kann und die Helligkeit. Und ich habe da rumgespielt. Und ich weiß nicht, ob das nur für Fotos gilt oder auch jetzt, wenn ich Videos mache. Aber ich glaube schon. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht total gelbstichig oder wieder aussehe wie ein gebräuntes Hühnchen oder so. Durchs Display kommen die Farben jetzt intensiver rüber. Naja, ich müsste mal wieder zu diesem Ameisenhügel, um dann zu sehen, ob die Farbe von dem Ameisenhügel, der ja eigentlich rötlich ist, der Kameraeinstellung entspricht. Weil in der Kamera sah das irgendwie nicht rötlich aus, sondern so grau. Ich werde das mal testen oder jetzt vielleicht auch an dem Schild. Na gut. Also ich weiß nicht, mir kommt jetzt das Grün viel grüner vor. Oder so mit einem leichten Gelbstich. Oder die Blume. Ja. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist denn hier passiert? Hier haben sie den ganzen Weg. Nee, es ist doch nicht so die Farbe, wie das hier ist. Ich weiß nicht, durchs Display sieht es anders aus, aber die Display-Einstellungen sind ja sowieso immer anders. Vielleicht sollte ich es wieder zurückstellen, so wie ich es hatte, bevor jetzt alles gelb oder braunstichig ist. Und ich wie so ein Solarium gebräuntes Hühnchen aussehe. Ha, und irgendwie ist es jetzt doch wieder kalt, was? Ich weiß immer noch nicht, ob die Einstellungen von der Kamera jetzt passen. Und was habe ich vorhin gesagt? Am Abend wird es wärmer, die Sonne kommt raus, ich konnte meine Jeansjacke anziehen. Auf einmal wird es richtig kalt und es fängt wieder zu regnen an. Und es ist kalt, oh, es ist richtig kalt und ich friere mir hier einen ab. Und es regnet. Hervorragend. Oh, wo ist die Sonne hin? Passen die Einstellungen jetzt? Ich habe keine Ahnung. Es sieht jetzt viel blauer aus, als der Himmel eigentlich blau ist durch das Display von der Kamera. Ich glaube, ich ändere alles wieder zurück. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich nach Hause komme.
Gott, es fängt richtig zu regnen an. Mann. Ich ändere das wieder zurück. Das passt so nicht. Oder passt es doch? Ach, wisst ihr was? Ich schaue es mir auf dem Computer an und ändere es dann. So, ich filme nochmal das Feld für euch, damit ich... Hier sieht es eigentlich so aus, wie es aussieht. Aber der Himmel ist nicht so blau, wie er hier aussieht. Der ist nämlich einfach nur grau und weiß. Also, ich muss schauen, dass ich schnell heimkomme. Es hat gerade richtig heftig zu regnen angefangen. Ich bin jetzt schon total durchnässt und ich bin jetzt noch im Wald. Das heißt, wenn ich aus dem Wald rauskomme, werde ich richtig nass. Oh. Zu allen Überfluss schießen die jetzt heute auch noch. Oder schon wieder. Oh, und hier liegt eine Rose. Beziehungsweise die Überreste einer Rose. Oh. Hört ihr? Es wird geschossen und ich tropfe. Oh. Kurz bevor ich daheim war, hat es natürlich zu regnen aufgehört. Aber ich bin tropfennass. Und mir ist kalt. So richtig nass, kalt, klamm. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich mir heute einen Salat mache. Und ich habe ihn soweit auch schon fertig gemacht. Und dann brate ich mir noch ein Rührei raus. Das sieht im Moment eher aus wie ein Spiegelei, aber das wird ein Rührei. Dazu gibt es Kartoffeln. Und dann mache ich mir noch eine Avocado rein. Ach, und vegetarische Würstchen, genau. Aber jetzt mache ich erstmal das Rührei. Ich habe noch ein bisschen frischen Petersilie mit reingegeben. Ich mache es mir jetzt mit meiner riesen Salatschüssel auf der Couch bequem. Mit meiner Wärmflasche und meiner Decke. Das sieht jetzt nicht so lecker aus, weil alles so bunt durcheinander gemixt ist, aber es schmeckt lecker, das kann ich euch versichern. Und dabei schaue ich Sturm der Liebe. Ich bin heute ein bisschen früh dafür dran. Ich habe mir auch ein Kerzchen angezündet. Könnt ihr das sehen? Also richtig schön alles. Und im Anschluss, wenn ich fertig bin mit Essen, werde ich gleich den Daily Vlog für morgen schneiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Ich sag euch, Kochen ist Stress. Während die Soße auf dem Boden war und die Tomatensoße schon wieder alles vollspritzt, wollte ich die Küchenrolle aus dem Schrank holen. Das Ceramis ist dabei rausgefallen und jetzt sind hier überall Ceramis-Kügelchen. Die Soße ist auf dem Boden, die habe ich jetzt weggemacht. Die ganze Tomatensoße ist in der Küche rumgespritzt. Also Kochen ist definitiv nichts für mich. Oh Gott. Nee. Katastrophe hier. Das ist, nee.